In der nächsten Runde geht es darum, das Layout zu verändern. Das Layout, was wir momentan haben, sieht ja noch überhaupt nicht wie ein Taschenrechner aus. Da müssten zumindest die Ausgabe oben stehen und unten müssten dann irgendwelche Buttons sein. Zunächst erstmal die Anordnung der Buttons geschieht, indem man dem Boxlayout die Orientierung sagt. So, mit diesem Schlüsselwort Vertical sind die jetzt von oben nach unten angeordnet. Alles, was bisher gegangen ist, geht immer noch so weiter. Und jetzt können wir natürlich sagen, wir könnten jetzt hier einfach mal ein paar Tasten noch mit reinbringen. Also paar Zahlen. Und eine Operation. So, und jetzt, wenn wir das alles so angeordnet haben, dann stehen diese Objekte jetzt einfach so untereinander weg da. Das sieht zumindest schon ein bisschen so aus wie ein Taschenrechner. Gut wäre natürlich, wenn jetzt die Ziffern hier wieder nebeneinander stehen würden und auch die Operationen unten nebeneinander stehen würden. Also ändern wir das auch wiederum. Wir fügen jetzt hier einfach mal noch ein Minus dazu. Und unser Taschenrechner soll nicht nur die Ziffern 1 und 2 kennen, sondern auch noch die 7 und die 9. So, probieren wir es aus. Schon eine ganze Menge da. Und jetzt gehen wir im nächsten Schritt dahin, dass wir sagen, wir möchten gern, dass Plus, Minus und Berechne in einer Zeile steht. Wie macht man das? Man nimmt jetzt einfach diese Gruppe hier unten her. Diese drei Buttons und sagt, diese drei Buttons, die fasse ich zu einer Gruppe zusammen und diese Gruppe ist wieder ein Boxlayout. Ich schreibe also dieses Schlüsselwort Boxlayout hier rein und verschiebe die Buttons ein Stück nach rechts, alle gleichmäßig. Dann gehören diese drei Buttons zu diesem Boxlayout. Und nun sieht es schon so aus, die stehen nebeneinander, weil die Standardausrichtung immer in dieser Form ist, dass die horizontal angeordnet werden. Und jetzt könnte ich das hier oben auch machen, da hätte ich nämlich das Problem, dass jetzt alle vier Zahlen nebeneinander stehen. Und da gibt es jetzt noch einen anderen Trick. Und der andere Trick heißt jetzt ein anderes Layout. Dieses Layout ist Grid-Layout. Grid-Layout, also Tabellenformat, und dieses Grid-Layout bezieht sich auf diese vier Buttons, die ziehe ich rein, und ich muss dem Grid-Layout noch sagen, wie viele Spalten soll die Tabelle haben. Calls 2 und damit haben wir den Rechner in dieser Form. Schauen wir uns nochmal das Quellprogramm dazu an. Also Grid-Layout, zwei Spalten, bezieht sich auf die Buttons 1, 2, 7 und 9. Unten drunter ein Box-Layout mit der Standardausrichtung horizontal, umfasst jetzt die drei Buttons plus, minus und berechne. Was jetzt auffällt, ist, dass hier oben dieser oberste Bereich genauso hoch ist wie der zweite Bereich und genauso hoch wie der dritte Bereich.
Es geht also im nächsten Schritt darum, wie kann ich die Größe dieser einzelnen Buttons verändern.